wird ja immer besser. Erst zwei Rentner, dann noch ein, der nice singt. Und was krieg ich als nächstes? Na, so ein Kleinkind, aber scheiß drauf. Ey, Lukas nimmt jetzt Reis aus und nimmt hier nach nie mehr irgendetwas mit seinem Mike. Ich komm kaum noch auf den Gegner dieses Battles parat. Hast du auch nett und brav deinen Mutti-Zettel am Start? Falls das nicht so ist, kann ich dir deine Zukunft erleuchten. Du hörst jetzt auf, das Turnier mit deinem Kinderscheiß zu verseuchen. Bei 12, 10 Records sind die halt alle erst noch 16. Doch glaub mir, keiner möchte diesen Spider-Spruch des Drecks sehen. Wenn ich battle, dann liegt Krieg in der Luft. Und deshalb hole ich mir auch den Pete in die Hook. Du bist ein langweiliger Teenager, der denkt, dass er mit Rap jetzt Cash macht. Der Zeugs mit deinem Rumgeblende, allerhöchstens heftig fremd. Wir nehmen alle Strafen für den Missbrauch in Kauf. Denn heute steht der verbrannte Phönix ja nicht wieder auf. So, du feierst Dorian? Ja, geile Promos, Reed. Ey, hast du es noch nicht gewusst, Mann? Ich bin nur ein Klon von ihm. Nadine und dich sieht man per Facebook heute noch entspannt. Turtel, morgen liegt ihr in meinem Keller gefesselt mit Schwanken. In Wien leben du und Nadine, diese Hure. Genießt nach der Schule intim eure Ruhe. Doch ich vögel dann in ihre Möse rein im Stier. Der Kärntner ist der einzig teite Österreicher hier. Du bist ein langweiliger Teenager, der denkt, dass er mit Rap jetzt Cash macht. Der Zeugs mit der Drumgeblende, allerhöchstens heftig fremd. Wir nehmen alle Strafen für den Missbrauch in Kauf. Denn heute steht der verbrannte Phönix ja nicht wieder auf. Soll ich dir mal sagen, weshalb du die Runde verlierst? Du bist noch nicht einmal wack, nein, du bist unkreativ. Und wir nehmen alle Strafen für den Missbrauch in Kauf. Denn heute steht der verbrannte Phönix ja nicht wieder auf. Hier, der Lukas Kohlhofer kommt in der Regel ziemlich weaker, Mike. Der kleine Phönix wird jetzt flügge, denn ich bring ihm das Fliegen bei. Unter seinen Teenie-Freunden ist der Typ der dickste Bausen. Zeigt uns stolz in jeder Runde, wie man eine Kippe raucht. Dazu noch rote Schuhe, alter Kevin detected. Unser Quotentini wird in diesem Battle zerhexelt. Hier, nach dem Battle bist du straight im Eimer. Denn du bist fast so ein großer Hurensohn wie Blade und Tiger. Auf ein Battle gegen Kids hab ich krass keinen Bock. Aber trotzdem kriegst du jetzt ne krasse Klatsche an den Kopf. Nenn dich weiter Phönix aus der Asche, du Schmock. Nach dem Battle wirst du morgen aus der Klasse gemobbt. Und danach nimmst du noch dein Mic, packst es ein und suchst in deinem Ranzen nach dem Rücksendeschein. Ich töte deinen Freund Titan MC und bau ein Mahnmal. Woraus wird das geformt? Na, aus Titanstahl. Battle nicht und werde deinem Alter mal gerecht, Lukas. Geh am Spielplatz abhängen oder fang dir ein Glurak. Nadine findet ihren kleinen Boy Zuckerbars. Guckst du da, als ob du Heuschnupfen hast? Ich hab Nadine höflich zur Vergewaltigung genötigt und danach war der Boden unter ihr recht rötlich, Junge. Ich bin hier der König und es wird hier nichts beschönigt. Für dich endet's tödlich, Phönix. Achso, die Sonne muss ja erst rauskommen. Ja. Ah, hier, Oldschool-Beat oder was? Nice, okay. Und diese Onyx-Schwuchtel fickt seine Gummipuppe. Ah, okay, hier, los geht's. Dein Vater hat komplett besoffen, deine Mom die Milch gefickt. Und heute schämt er sich noch immer ganz hart für das Milchgesicht. Der kleine Lukas hat nicht mal einen Stoppelbart, doch chillt im Biss. Doch nach der Runde endet dieser Phönix grad am Grillenbiss. Gerupft an einem Spieß, ey du Lutscher, denkst du schiebst gerade die dickste Welle. Doch hast deine Pussy statt nem Glied. Erzähl mir, dass ich lange Haare hab, das wäre neu für mich. Und klar kommst du in Battles weiter, jo. Nur heute nicht, Titan, und du wart für die meiste Zeit im Leben Freunde. Bis dann Eskat kam und im Achtelfinale seine Beute. Junge, gegen Eska zu battlen, ist so unangenehm wie die eigene Schwester zu lecken. Vor ein paar Jahren warst du noch ein kleiner Junge, der Tabaluga guckt. Und jetzt machst du auf hart, mach erstmal deinen Schulabschluss. Dank meiner Punches lernst du jetzt die Definition von echtem Schmerz. Du bist zu 99,9% ein schlechter Scherz. Wenn Fahrradfahrer euch unterbrechen, geht ihr zum Dreh lieber in die Natur. Ey, rise like a Phoenix. Conchita-Wurst, fühl dich mal nicht wie ein Gewinner mit diesem Scheiß-Flow. Letzte Runde Trolls, davor Smokey, davor ein Freilos. Krass, du hast in drei Runden tatsächlich einen Gegner besiegt. Doch bist der Typ, der hier nach an den Schmerzen seiner Tränen erliegt. Warum nennst du dich wie ein Nachrichtensender, du Schuljunge? Wieso jagen dich meine Punchlines, als wären sie Bluthunde? Geh zu dem X aus Österreich, geh zu deiner Mom und sag ihr, ich hab jetzt Bock auf echten Kaiserschmarrn. Dein Herzschlag verstummt, wenn ich dich in kaltes Wasser tränke. Denn du weißt ja selbst am besten, alles hat dein Ende. Und was wäre diese Runde ohne eine Snipeline? Der ist nur ein Kleingeist, trinkt Weißwein und scheißt ein. Bye bye, du kriegst noch nen High Five und weinst gleich, dein NHR ist jetzt vorbei. Jür, gib ihm Primetime.